Sorge dafür, dass du in den nächsten Minuten nicht gestört wirst. Lege oder setze dich bequem hin und komme zur Ruhe. Atme einmal tief in den Bauch ein. Halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen, die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Lass deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Sollten Gedanken kommen, halte nicht an ihnen fest. Lasse sie wie Wolken vorüberziehen. Konzentriere dich dann einfach wieder auf meine Stimme und deinen Atem. Wir werden nun die einzelnen Chakren gemeinsam durchgehen. Und allein damit, dass du ihnen deine Aufmerksamkeit schenkst, aktivierst du sie. Zu jedem Chakra habe ich noch einige Affirmationen zur Stärkung mitgebracht. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Beckenboden. Dort ist der Sitz des Wurzelchakras. Und die Farbe des Wurzelchakras ist rot. Stelle dir im Bereich deines Beckenbodens ein rotes, sich kreisendes Rad vor. Ein rotes Rad, was sich bewegt, was kreist und durch diese Drehbewegung Energie von außen aufnimmt. Ich bin in Sicherheit. Ich bin zufrieden und genieße das Leben. Ich bin in Sicherheit. Ich bin zufrieden und genieße das Leben. Ich bin in Sicherheit. Ich bin zufrieden und genieße das Leben. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit nun 2 Finger breit unter deinen Bauchnabel. Dort ist der Sitz des Sakralchakras, dessen Farbe orange ist. Stell dir also in deinem Unterbauch ein orangefarbenes Rad vor, das sich dreht. Ich fühle meine eigenen Bedürfnisse und stille sie achtsam. Ich lebe meine individuelle Kreativität. Ich fühle meine eigenen Bedürfnisse und stille sie achtsam. Ich lebe meine individuelle Kreativität. Ich fühle meine eigenen Bedürfnisse und stille sie achtsam. Ich lebe meine individuelle Kreativität. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit weiter hinauf über deinen Nabel zu deinem Solarplexus. Dort sitzt dein Solarplexus-Chakra, dein Nabelchakra. Und dessen Farbe ist gelb. Stelle dir ein paar Zentimeter über deinem Nabel ein gelbes Rad vor, das kreist, das sich bewegt. Ich agiere aus meiner inneren Kraft besonnen, ausgeglichen und mit tiefem Selbstvertrauen. Ich agiere aus meiner inneren Kraft besonnen,
ausgeglichen und mit tiefem Selbstvertrauen. Ich agiere aus meiner inneren Kraft besonnen, ausgeglichen und mit tiefem Selbstvertrauen. Nun geh hinauf zu deiner Brust, zu deinem Herzraum. Dort ist der Sitz des Herzchakras. Und die Farbe des Herzchakras ist hellgrün. Stelle dir in der Mitte deiner Brust ein hellgrünes Rad vor, das sich bewegt, das sich dreht. Ich liebe mich zuerst. Ich teile meine Liebe und mein Mitgefühl mit anderen. Ich liebe mich zuerst. Ich teile meine Liebe und mein Mitgefühl mit anderen. Ich liebe mich zuerst. Ich teile meine Liebe und mein Mitgefühl mit anderen. Und wandere nun weiter hinauf zu deinem Halschakra. Es befindet sich auf Höhe deines Kehlkopfes und hat die Farbe hellblau. Stelle dir im Bereich deines Kehlkopfes ein hellblaues Rad vor, das sich dreht, das sich kreist. Ich spreche meine Wahrheit mit Klarheit und höre geduldig zu. Ich spreche meine Wahrheit mit Klarheit und höre geduldig zu. Ich spreche meine Wahrheit mit Klarheit und höre geduldig zu. Ich spreche meine Wahrheit mit Klarheit und höre geduldig zu. Wandere nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Stirn, dort, wo dein drittes Auge sitzt, zwischen deinen Augenbrauen. Dort sitzt das Stirnchakra und dessen Farbe ist violett. Stelle dir auf deiner Stirn ein violettes Rad vor, das sich bewegt, das sich kreist. Ich sehe die Wahrheit in jedem Menschen und jedem Ding. Ich nutze meine Intuition, um zu wachsen. Ich sehe die Wahrheit in jedem Menschen und jedem Ding. Ich nutze meine Intuition, um zu wachsen. Ich sehe die Wahrheit in jedem Menschen und jedem Ding. Ich nutze meine Intuition, um zu wachsen. Und geh nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Scheitel, zum höchsten Punkt deines Kopfes. Dort ist der Sitz des Kronenchakras, dessen Farbe weiß ist. Stelle dir über deinem Scheitel ein weißes Rad vor, das kreist, das sich bewegt. Ich verstehe den Sinn meines Daseins. Ich bin eins mit meiner Wahrheit und dem großen Ganzen. Ich verstehe den Sinn meines Daseins. Ich bin eins mit meiner Wahrheit und dem großen Ganzen. Ich verstehe den Sinn meines Daseins. Ich bin eins mit meiner Wahrheit und dem großen Ganzen. Spüre nun noch einmal nach.
Nimm deinen Körper wieder als Ganzes wahr. Und nimm einfach wahr, was sich dir gerade zeigt, wie es sich anfühlt. Alles darf jetzt sein. Es gibt kein richtig oder falsch. Beobachte einfach nur und bewerte nicht. Und nun stelle dich darauf ein, ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Atme tief in den Bauch ein und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Spüre für einen Moment noch dem Gefühl der Entspannung nach.